Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video-Tutorial. Ich zeige euch heute, wie wir einen Image-Background-Slider machen, und zwar wie bei Twitter. Wie ihr seht, werden hier alle paar Sekunden wird hier das Background-Bild ausgetauscht, und ich zeige euch, wie das funktioniert mit jQuery. Dazu gehen wir mal auf die jQuery-Seite, auf die Hauptseite, klicken dann hier auf Download und laden uns hier die neueste Version runter. Das habe ich schon gemacht. Dann gehen wir in unseren Projects-Ordner und erstellen uns einen neuen Ordner. Ich habe den mal bgimg-fader genannt. Und hier erstellen wir drei neue Folder. Einmal CSS, einmal JS für JavaScript und einen img für unsere Bilder. Und dann erstellen wir ein File, unser Index-File, das nennen wir index.html. Sehr gut. Hier erstellen wir eine stinknormale HTML-Struktur und schreiben hier einen Titel rein, und ich nenne den Image oder nenne Background Image Fader. Perfekt. Dann kreieren wir zwei neue Files. Ein CSS, das nenne ich bgimgfader.css. Und ein JavaScript, das nenne ich bgimgfader.js, fertig. Und dann importieren wir unser jQuery, gehen in unseren Download-Ordner oder wo ihr das sonst auch habt, geht in euren Projects-Ordner, geht in euren Ordner fürs JavaScript und kopiert das hier einfach rein, dann seid ihr eigentlich schon fertig, fast fertig. Jetzt binden wir alle Files auf unserer Startseite ein. Dazu erstmal unser CSS, Stylesheet natürlich, Stylesheet Type, Text, CSS und unseren Link zu unserem File. Und den mache ich absolut, dass wir auch wirklich hinkommen. Localhost. Nenne ich Punkt Tuts bgimg Fader, dann CSS und bgimg Fader.css. Fertig und kopieren uns, naja, das eigentlich nicht, aber bis hierher können wir alles kopieren. Erstellen gleich mal zwei Skripts und nochmal, und hier verlinken wir unsere beiden Skripts, unser jQuery, unbedingt vor unserem eigenen Skript, sonst funktioniert das Ganze nicht, und sagen hier Source ist gleich das und hier JS und jQuery, oder wenn ihr es umbenannt habt, auch anders. Bei mir heißt das jetzt jQuery 2.1.4.min.cs 4.min.js und das gleiche nochmal, und zwar diesmal mit JS und dann bgimgfader.js. Das sind unsere Files, die wir alle benötigen. Und dann brauchen wir hier auf unserer Startseite noch ein eigenes Div mit einer Klasse, die nennen wir Fader. Ganz wichtig, wir möchten das nicht auf unserem Body Tag machen, unserem Background Image Fader, weil wenn wir unser kompletten Body ein- und ausfaden, dann wird nicht nur das Bild sich ändern, sondern wird der ganze Text weggehen, wird alles, was im Bodytag drinnen ist, immer einfäden und ausfäden. Das heißt auch die Formulare, die ganzen Texte, was ihr auf der Seite habt. Deswegen möchte ich das auf ein eigenes Div geben mit der Klasse Fader. Und die machen wir von der Positioning absolut, dass es nicht von den Parent-Divs abhängig ist, und die Größe und Breite natürlich 100%. Und ich hätte gesagt, das schreiben wir dann gleich mal in unser CSS rein und sagen Position absolut, Height 100%
und with 100%. Sehr gut. Und dann begeben wir uns gleich in unser JavaScript und hier öffnen wir, hier machen wir eine Funktion und zwar sagen wir on document.ready, ready function. Das heißt, wenn das Dokument geladen ist, dann, wenn alles fertig geladen ist auf der HTML-Seite, dann führe diese Funktion aus. Function. Und in dieser Funktion definieren wir jetzt unsere eigenen Funktionen, die wir haben möchten. Das heißt, wir brauchen einmal eine Variable, die nenne ich count. Die beginnt bei 0, weil unser Array, wo die Image-Pfade gespeichert sind, auch bei 0 beginnt. Und wir zählen dann durch unser Array hindurch. Und unser Array beginnt bei 0, das heißt, wenn wir 5 Bilder haben, 0, 1, 2, 3, 4. Wenn wir 5 Bilder haben, 0, 1, 2, 3, wenn wir 4 Bilder haben, 0, 1, 2, 3. Wenn wir 5 Bilder haben, 0, 1, 2, 3, 4. Bei 2, 0 und 1 und so weiter und so fort. Unsere nächste Variable ist Images. Und hier kommen all unsere Bilder rein, unsere Pfade, so viel wie ihr wollt. Und ich werde dann hier 4 reinspeichern und hau hier schon mal, oder ich weiß schon, die kommen in den Image Folder und ich werde sie bg1.jpg nennen, bg2, bg3 und so weiter. Das heißt, ich kopiere mir das hier 4 mal. 1, 2, 3 und 4. Wir nennen die um in 1, 2, 3 und 4. Und dann brauchen wir noch unser eigenes Image. Und das ist quasi unser Div. Unser Div soll unser Bild sein. Und das müssen wir jetzt identifizieren. Und das haben wir, dem haben wir eine Klasse namens Fader gegeben. Und die und unser Image identifizieren wir jetzt natürlich auch damit. Also sagen wir hier Punkt Fader und sprechen damit genau dieses Element mit dieser Klasse an. Das heißt, wir können hier auf diesem Element alle möglichen Sachen jetzt dranhängen. Als nächstes müssen wir eine Funktion aufrufen, die heißt setInterval. Und auf dieser Funktion setInterval kann man verschiedene Parameter übergeben. Und der erste Parameter, den wir übergeben werden, ist eine weitere Funktion. Und in dieser Funktion werden wir selbst definieren, was passieren soll, wenn jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird. Und unser zweiter Parameter ist unser Intervall, wie lange unser Intervall sein soll. Und unser Intervall soll 3 Sekunden sein. Da hinten, das wird in Millisekunden angegeben. 1000 Millisekunden sind eine Sekunde. 3000 Millisekunden sind demnach 3 Sekunden. Nun haben wir noch kein Bild auf unserem Div. Das ändern wir jetzt. Und wir sagen hier von Start weg, sagen wir Image. Image.css ganz normal und sagen hier einfach Background Image wie im normalen CSS auch und sagen hier dann einfach URL und die URL soll natürlich von unserem Image oben sein und sagen hier Image und sagen hier 0. Starten wir unseren Count bei 1 und dann beginnt er auch beim ersten Bild. Wenn wir hier bei 0 beginnen, setzt er den Count, würde er das erste Bild zweimal laden. Das zeige ich euch gleich warum. Und hier sagen wir jetzt dann einfach, wenn du in diese Funktion reinkommst, nach diesem Intervall von 3 Sekunden, soll image.css, image.fadeout, das heißt unser Image soll ausfaden, das ist eine Funktion, die existiert,
Und auf dieser Funktion hat man zwei oder hat man mehrere Parameter, die man übergeben kann. Den ersten, den wir übergeben, ist, wie lang die Zeit dauern soll, die er zum Ausfaden braucht. Wir sagen hier eine halbe Sekunde. Der zweite ist wieder eine Funktion, die wir übergeben. Und auf dieser Funktion sagen wir jetzt nun, dass das Image gewechselt werden soll. Und dort sagen wir einfach image.css, background image und sagen hier wieder URL und schreiben hier ganz normal rein, dass unser Image hier im Array count sein soll und einfach weiter hochzählen soll. Das heißt, er nimmt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter und so fort. Und das Problem ist, der zählt jetzt immer unendlich weit drauf, aber wir haben nur eine gewisse Anzahl von Bildern in unserem Array. Das heißt, wir müssen ihm auch sagen, wenn count gleich unseren images.length ist, dann ist count wieder 1. Wieder setzen wir es auf 0. Und dann müssen wir unser Bild natürlich wieder einfaden, weil unser Bild derzeit schwarz oder weiß ist, je nachdem wie unser Hintergrund, also unsichtbar ist eigentlich. Und hier müssen wir dann einfach sagen fade in. Und hier setzen wir wieder eine Zeit. Sage ich wieder eine halbe Sekunde. Ja, und das schaut schon ganz sehr gut aus. So, jetzt pausiere ich kurz das Video und werde hier ganz schnell 4 Bilder importieren. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe nun 4 Bilder hier importiert und die auch so benannt, wie sie bei unserem Faden sind. Und ja, wichtig ist, dass die natürlich von der Dateigröße her nicht zu groß sind. Vor allem, wenn ihr mehrere Bilder, wenn ihr ein großes Bild haben sollt, das ein Hintergrundbild ist, schaut, dass die einige, dass die nur 100 Kilobyte, etwas über 100 Kilobyte sind, aber nicht allzu viel. Ja, mir sind hier jetzt auch einige Fehler aufgefallen in unserem Skript, euch vielleicht auch. Und zwar können wir das Ganze mal anschauen. Und wenn wir uns das hier so anschauen, sehen wir, dass nichts passiert. Nach 3 Sekunden sieht man hier schon, dass images.length keine Funktion ist. Und zwar funktioniert das Ganze so. Man sagt hier nur .length und er zählt durch die Arrays durch. Dann haben wir einen weiteren Fehler. Und zwar auf 15. Das ist dieser Fehler. Okay. Den haben wir schon ausgebessert. Normalerweise. Und das Problem, was hier ist, warum die Bilder nicht angezeigt werden, wir zählen hier natürlich nicht durch unseren Identifier durch, sondern wir zählen durch unser Array durch. Also wir müssen hier überall ein S anhängen und dann funktioniert das Ganze auch schon relativ gut. Und wie wir sehen, ist unser Image Background Fader schon fast perfekt. Das Einzige, was wir jetzt noch ändern müssen, ist, dass wir hier unsere Margin, unsere Standard Margin hier etwas runterdrücken. Und das machen wir einfach, indem wir sagen Left 0 und Top 0. Und dann sagen wir noch Z-Index minus 99, dass es auch immer ja im Hintergrund ist. Und nun haben wir schon unseren perfekten Background Image Fader. Das ist schon alles, was wir machen können. Natürlich können wir jetzt noch sagen, zum Beispiel Body Background Color Black. Speichern das so, reloaden das Ganze und es schaut haargleich aus wie auf Twitter. Es fadet in Schwarze hinein und gibt uns das nächste Bild. Genau das, was bei Twitter auch passiert. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und freut euch schon auf das nächste Video. Falls es Fragen gibt, unten in den Kommentaren stellen. Ich werde mich bemühen, sie zu beantworten.
Und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.